Hi Leute, wie gut sind dynamische Stromtarife eigentlich wirklich? Die Anbieter, die locken ja mit niedrigen Preisen und auch bei meinem Anbieter habe ich mit 17 Cent pro Kilowattstunde auf bis zu 6000 Kilowattstunden pro Jahr einen sehr gut klingenden Tarif. Aber wie sieht es denn wirklich in der täglichen Anwendung aus? Denn die Preise, die schwanken ja erheblich von sehr hoch bis sehr niedrig und ich zeige euch meine Erfahrungen mit meiner Photovoltaikanlage, dem Elektroauto und meinem Stromspeicher hier auch im Keller. Und darf ich eigentlich den Speicher aus dem öffentlichen Netz beladen? Auch das zeige ich dir jetzt. Viel Spaß im Video. Was soll eigentlich der Vorteil von dynamischen Stromtarifen sein und wie funktioniert das Ganze? Geworben wird ja mit günstigem und sauberem Strom. Aber warum ist eigentlich der Strom günstig und warum soll er dann auch noch besonders sauber sein? Das liegt einfach daran, dass die Erneuerbaren, also besonders Strom aus der PV-Anlage bzw. aus großflächigen PV-Anlagen und Windkraftanlagen, besonders günstigen Strom bereitstellen. Und wird viel Windstrom oder der Sonnenstrom in das öffentliche Netz eingespeist, dann besteht oftmals ein Überangebot von Strom. Und daher fällt der Strompreis und teilweise sogar ins Negative. Wenn du dann also deinen Strom beziehst, dann profitierst du von niedrigen Preisen, entlastest das Netz, da du den Strom abnimmst und beziehst also auch sehr sauberen Strom. Und der Vorteil von dynamischen Stromtarifen ist dann zudem, dass du im Jahresdurchschnitt deutlich günstiger sein kannst, also weniger für deinen Strom bezahlst als bei einem Fixpreis. Doch ist das eigentlich immer so? Nee, ganz klar nein. Das hängt nämlich stark von deinem Verbrauchsverhalten ab. Nutzt du immer den Strom, wenn er teuer ist, dann kannst du sogar auch mehr zahlen als bei einem Fixpreis. Da solltest du also unbedingt darauf achten. Der dynamische Stromtarif sorgt also auch dafür, dass die Nutzer ihren Verbrauch bewusst steuern. Denn wer hat schon Lust, mehr zu zahlen? Ist ja ganz klar. Und Anreiz ist da auch ganz klar folgender, nämlich beziehe dann den Strom, wenn es für das Netz gut ist. Und dann profitierst auch du davon, nämlich indem du weniger zahlst. Wenn nicht, naja, dann ist klar, dann zahlst du auch mehr. Also das führt direkt dann auch zur nächsten und super wichtigen Frage, für wen machen denn jetzt eigentlich dynamische Stromtarife wirklich Sinn und warum? Für Nutzer mit steuerbaren Verbrauchern zum Beispiel, die nicht sofort laufen müssen. Das Elektroauto ist hier ein super Beispiel, denn das kann ich ja nach Feierabend einstecken und sofort laden. Dann kann es aber auch sein, dass ich zu nicht so tollen Zeitpunkten lade und dementsprechend der Strom auch teuer ist. Viel mehr Sinn macht es also, den Ladeprozess intelligent steuern zu lassen. Das heißt, du steckst es ein und belädst es später. Und das macht bestenfalls ein Energiemanagementsystem, denn wer hat schon Lust, das per Hand dann zu starten. Also wird das Ladefenster bewusst in die Stunden gelegt, wo der Strom besonders günstig ist. Und ich habe das die letzten Wochen hier mal häufiger gemacht und zeige euch hier jetzt ein ganz konkretes Beispiel von mir. Geladen habe ich zum Beispiel am 21. August um 13 Uhr und zwar 3,3 Kilowattstunden zu 11,6 Cent. Ich blende das hier auch alles mal ein. Und da sind dann auch schon alle Abgaben mit enthalten, also Steuern und Netzentgelte etc. Der reine Börsenstrompreis, der lag hier bei minus 2 Cent pro Kilowattstunde. Also hier siehst du auch mal, was für einen Einfluss dann die Erneuerbaren im öffentlichen Netz haben. Um 14 Uhr dann, das blende ich hier wieder ein, habe ich dann 3,7 Kilowattstunden zu je 11,4 Cent aus dem öffentlichen Netz bezogen und um 15 Uhr hier dann 4,7 Kilowattstunden zu 12 Cent je Kilowattstunde. Und dann nochmal um 16 Uhr, da siehst du, die Preise schwanken immer, 3,4 Kilowattstunden zu 12,3 Cent pro Kilowattstunde. Und ich habe in diesem Beispiel also insgesamt 15,1 Kilowattstunden geladen. Gezahlt habe ich also insgesamt folgendes, nämlich 3,3 Kilowattstunden mal 11,6 Cent. Das macht also 38,28 Cent für diese 3,3 Kilowattstunden. Dann das nächste Mal waren es dann 3,7 Kilowattstunden zu 11,4 Cent, macht in Summe 42,18 Cent. Dann nochmal 4,7 Kilowattstunden zu 12 Cent, macht in Summe 56,4 Cent. Und nochmal 4,3 Kilowattstunden zu 12,3 Cent. Also 52,89 Cent zusammen. Macht also in Summe 189 Cent für 15,1 Kilowattstunden. Und das heißt, ich habe im Durchschnitt 12,5 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Und das ist ja wohl mega cool. Und verglichen zu einem Fixtarif, ich habe nämlich vorher 40 Cent pro Kilowattstunde bezahlt, habe ich hier also eine Menge gespart. Da hätte ich also 15,1 Kilowattstunden mal 40 Cent bezahlt. Also 6,04 Euro. Und alleine bei diesem einen Ladevorgang habe ich also 4,15 € gespart. Achtung, das ist jetzt ganz wichtig, es wurden nur 15,1 Kilowattstunden aus dem öffentlichen Netz gezogen, da meine Photovoltaikanlage ja auch noch Strom geliefert hat. Also wenn du jetzt ein Elektroauto hast ohne Photovoltaikanlage als Beispiel,
dann lädst du ja noch viel mehr. Und wenn das ein Elektroauto ist mit 80 Kilowattstunden Akkukapazität, zu günstigen Zeiten, wenn das dann komplett geladen wird, dann fällt der Vorteil natürlich nochmal viel, viel größer aus. Und das ist also super interessant. Ich habe also an vielen anderen Tagen genau das Gleiche gemacht. Also das Elektroauto zu günstigen Zeiten beladen und auch den Speicher meiner Photovoltaikanlage, den habe ich auch an Tagen mit schlechten Aussichten für den nächsten Tag günstig aus dem Netz beladen. Und worauf es zu achten gilt, wenn du den Speicher aus dem öffentlichen Netz belädst, darauf gehe ich jetzt gleich nochmal ein. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall darauf, dass ich auch bald hier eine Wärmepumpe noch mit in den dynamischen Stromtarif einbinden kann, beziehungsweise mit dynamischen Strompreisen betreiben kann und ins Energiemanagement einbeziehe. Und ich habe ja schon fleißig Heizlasten berechnet. Die Videos findest du ja hier auch auf meinem Kanal. Guck dir das gerne an. Und ich werde jetzt bald eine ganze Videoreihe zur Wärmepumpeninstallation hier bei mir im Altbau teilen. Also wenn du das nicht verpassen willst, dann denk gerne dran, mir ein Abo hier zu lassen. Und natürlich freue ich mich auch über einen Daumen. Die Glocke kannst du auch aktivieren, dann verpasst du auf keinen Fall was. Worauf solltest du jetzt achten, wenn du deinen Heimspeicher von der Photovoltaikanlage aus dem öffentlichen Netz beladen willst? Das ist nämlich nicht ganz so trivial. Also wenn du den Speicher deiner Photovoltaikanlage aus dem öffentlichen Netz beladen möchtest, dann solltest du unbedingt darauf achten, dass du ein System hast, welches diese Beladung erstmal unterstützt. Und das machen leider auch nicht alle. Und nutze da gerne mein Netzwerk, um dir unverbindliche und vor allen Dingen faire Angebote für deine Photovoltaikanlage mit einem Energiemanagement anzufragen, was das kann und dann natürlich auch den Speicher dazu. Du findest hier alle Links unter dem Video, unter anderem zu dem Energiemanagement und System, was ich hier betreibe von 1,5 Grad, aber auch zu anderen Systemen, die das können. Also nutze das gerne. Wichtig ist auf jeden Fall, dass der Algorithmus des Energiemanagementsystems weiß, dass es halt auch Verluste beim Be- und Entladen des Systems gibt. Also wenn du zum Beispiel Ladeverluste von etwa 20% hast im System, dann bedeutet das, dass die preisliche Differenz zwischen dem aktuellen Strompreis an der Börse und dem Preis, der später noch an der Börse sein wird, 20% mindestens sein sollte, damit sich das Ganze überhaupt lohnt, deinen Speicher zu beladen. Ich zeige dir jetzt hier mal eine Grafik aus meinem Alltag. Ich habe hier zum Beispiel einen Tag gehabt, da wurde der Speicher zu 19,2 Cent, ich blende das hier wieder ein, pro Kilowattstunde aus dem öffentlichen Netz beladen. Und da habe ich auch eine ausführliche Instagram-Story zu gemacht. Also folgt mir gerne auch bei Instagram, wenn du da näher dran sein möchtest, denn da teile ich solche Erfahrungen aus dem Alltag oftmals viel kurzfristiger in einer Story oder einem Reel. Auf jeden Fall ist die Differenz hier gerade so groß genug, dass sich das lohnt. Und der Speicher wurde hier nicht komplett beladen, sondern nur ein wenig, um dann den Verbrauch in den Morgenstunden, wenn der Preis höher ist, abzudecken. Und da wäre der Preis nämlich dann bei 24,1 Cent pro Kilowattstunde gewesen, hier wieder eingeblendet. Beachte hier, dass es auch Sinn machen kann, wenn das System die Entladung des Speichers einfach nur verzögert und es dann zum Beispiel um 4 Uhr nachts Netzbezug gibt, weil der Preis dann gerade niedrig ist. Und dann später, zu dem Zeitpunkt, wenn der Strompreis morgens um 8 zum Beispiel hoch ist, dann erst wird deine Energie aus dem Speicher entladen und du verhinderst dann zu diesem teuren Zeitpunkt den Netzbezug. Ja, und genau das sollte das Energiemanagement also auch alles berücksichtigen. Es sollte also euren Verbrauch kennen. Es sollte die Wetterprognosen berücksichtigen, weil das ja einen wichtigen Einfluss auf die Erzeugung der PV-Anlage dann auch hat am nächsten Tag. Und natürlich die Preise an der Strombörse. Die sollten auch berücksichtigt werden. Natürlich auch nochmal die persönlichen Einstellungen, zum Beispiel am Elektroauto, wann du abfahren willst. Also das ist gar nicht mal so trivial. Und ganz ehrlich, ich finde Basteln auch spannend und sich in irgendwas reindenken. Aber mit diesen ganzen Daten, da bin ich raus. Das überlasse ich dann lieber meinem Energiemanagementsystem. Und wichtig in der Gesamtbetrachtung ist natürlich aber auch nochmal, dass dein Speicher durch dieses zusätzliche Beladen aus dem öffentlichen Netz natürlich auch zusätzliche Zyklen pro Jahr macht. Und das sehe ich allerdings wirklich als unproblematisch, denn wenn du jeden Tag, also 365 Tage im Jahr, deinen Speicher nutzt, dann bist du nach 20 Jahren bei 7300 Zyklen und das können die meisten Speicher mit Lithium-Eisenphosphat ohne Probleme abbilden. Also da von meiner Seite aus her wirklich keine Probleme, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Und jetzt vielleicht nochmal die spannende Frage: Wie holst du für dich und deine Situation das Maximum aus dynamischen Stromtarifen raus? Also ganz ehrlich, wenn du keine großen steuerbaren Verbraucher hast wie ein Elektroauto, dann ist dein Einsparpotenzial auch deutlich geringer. Du kannst natürlich die Wäsche waschen, wenn der Strompreis niedrig ist, den Trockner anmachen etc. Allerdings ist das im Vergleich
zu einem Elektroauto, was einen 80 Kilowattstunden Speicher hat, dann doch relativ überschaubar, was du da einsparen kannst. Und daraus folgt also, dass du den größten Vorteil hast, wenn du ein Elektroauto mit einem großen Akku hast, viel fährst, wenn du einen Heimspeicher hast, den du beladen kannst oder auch mit einer Wärmepumpe, die du gezielt ansteuern kannst, heizt. Das heißt, dann wird es richtig wirtschaftlich und dann macht es auch ökologisch total Sinn mit so einem dynamischen Tarif. Und bisher kann ich hier aus meiner Erfahrung mit dem Elektroauto sprechen und den Speicher, den ich ja auch mal beladen habe. Und das ist schon echt beachtlich. Und bald kommt hier jetzt noch eine Wärmepumpe hinzu. Und das wird natürlich auch nochmal wieder alles mit dem Energiemanagement verbunden. Und das wird super interessant. Heißt also, auch da werde ich meine Erfahrungen mit euch teilen hier. Und das mache ich nicht nur hier auf YouTube, sondern auch in meiner kostenlosen Sonnefreie Haus Community auf meiner Webseite. Komm da gerne dazu. Wir klären da alle Fragen rund um PV, Elektromobilität, Heizen mit Strom. Und da bist du herzlich willkommen. Und vor allen Dingen reden wir da sehr, sehr freundlich miteinander. Denn hier bei YouTube, da geht es ja schon mal ab und zu ein bisschen heftiger zu. Also der Ton ist ganz schön scharf manchmal. Und daher die Community, komm da gerne rein. Ja, lass mir gerne einen Daumen und ein Abo hier, da freue ich mich. Und nutze vor allen Dingen wirklich gerne mein Netzwerk für unverbindliche und super faire Angebote für eine PV-Anlage, die ein Energiemanagementsystem hat, was genau das, was ich hier im Video besprochen habe, berücksichtigt. Und wenn du unsicher bist, ob eine Photovoltaikanlage für dich überhaupt Sinn macht, auch wirtschaftlich betrachtet, dann lad dir auch hier unter dem Video zu finden in den Links meine 0-Euro-PV-Checkliste runter. Prüf erstmal für deine Situation, macht eine Photovoltaikanlage Sinn, bevor du losgehst und viel Geld in die Hand nimmst. Jetzt sage ich sonnige Grüße, freue mich über eine Empfehlung an Freunde, Bekannte, die sich mit diesem Thema beschäftigen und denen das Video weiterhelfen würde. Also leite es gern weiter. Bis bald. Tschüss.